The IPB is a great institution that combines interdisciplinary research on chemistry, biochemistry, biology, genetics, and gives the opportunity to researchers from all over the world to come together and do great science. Wir beschäftigen uns, wie der Name sagt, mit Pflanzenbiochemie, aber aus vielen verschiedenen Bereichen. Und wir untersuchen Pflanzen, versuchen Pflanzen zu verstehen, versuchen die Wechselwirkung der Pflanzen mit anderen Pflanzen, aber nicht nur mit Pflanzen, mit ihrer Umwelt, auch von Pilzen zu verstehen. Ich erforsche, wie Pflanzen sich gegen Schädlinge wehren. Und zwar gucken wir uns auf molekularer Ebene an, wie Pflanzen mitbekommen, dass sie attackiert werden und wie sie zu einer Abwehr dagegen kommen. Ich fahre nach Afrika, ich gucke die Pflanzen, die die Menschen gegen Krankheiten nutzen. Und ich frage die Leute, gegen welche Krankheiten die Pflanzen dann verwegt sind. Und im Labor probiere ich diese Aktivität zu suchen und auch die Naturstoffe, die verantwortlich sind. Das Wesentliche, was ich mache, ich sitze erstmal den ganzen Tag am Computer, ausschließlich am Computer. Und dort versuche ich, neue Moleküle zu entwerfen, die eben die Kollegen, die experimentell arbeiten, dann herstellen, um neue Wirkstoffe zu entwickeln oder andere Arbeiten dann viel schneller und effektiver durchführen zu können. The great thing about the IPB is that we have the infrastructure to answer very interesting scientific questions. And we allow people to come to learn and from other places, from all over the world. Meiner Meinung nach ist nichts langweiliger und uninteressanter als Lethargie, wenn man in so einen Trott reingerät. Und das passiert einem in der Naturwissenschaft niemals. Wenn man Montagmorgen kommt, weiß man nicht, was Montagnachmittag passiert. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, also selbst eine Professur an euren Universität würde ich nicht tauschen. Ich wollte schon immer Biochemie studieren und immer in die Pflanzenrichtung. Also das war für mich nie eine Frage, etwas anderes zu machen. Ich habe Glück gehabt. Zum einen denke ich, dass Pflanzen immense Bedeutung haben, auch für die gesamte menschliche Gesundheit. Das heißt, sie sind Hauptnahrungsquelle. Wichtige Inhaltsstoffe für Medikamente werden aus Pflanzen gewonnen. Das heißt, ohne Pflanzen würde es auch kein menschliches Leben auf der Erde geben. Ach, Pflanzen sind so plastisch. Also sie können sich so gut anpassen. Die Pflanzen sind ja nicht einfach stumme Gesellen, die irgendwo in der Gegend rumstehen, sondern sie können sich wehren, sie können interagieren mit ihrer Umwelt. Und das zu verstehen, ist auch eine Aufgabe hier von unserer Forschung. Und damit Verstehen von Pflanzen, ja. Wir verstehen Pflanzen. Wir verstehen Pflanzen. Verstehen wir eigentlich Pflanzen? Nochmal. Wir verstehen Pflanzen nochmal. Understanding plants and much more. So now in Spanish. Aquí comprendemos sobre plantas. That's right, Thomas? Nous comprenons les plantes. 探索植物. Han poitonku samashtehen. Nahnu nafham nabatat. Nós entendemos de plantas. Es ist ein hehres Ziel, eine Art Ideal. Wir verstehen Pflanzen und das versuchen wir weiter auch zu machen und ein bisschen in die Welt rauszutragen.